Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie ihr euren Stamm finden und Seelenverwandte treffen könnt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 28. Januar 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben euch lange genug in eurer linearen Zeit beobachtet, um eine Vorliebe für eure Macken und Eigenheiten zu entwickeln. Wir amüsieren uns immer wieder über euch und über das, was euch einzigartig macht. Jeder einzelne von euch hat etwas an sich, das in seiner Eigenartigkeit spektakulär ist. Ihr helft euch gegenseitig dabei, eure Exzentrizitäten besser zu verstehen, indem ihr offener und freier mit dem umgeht, was ihr wirklich seid. Und das mag denjenigen unter euch, die das tun, nicht als eine große Sache erscheinen, aber in einer Zeit, in der es so verlockend ist, sich in den Likes und dem Teilen und positiven Kommentaren der Leute zu verlieren, helft ihr so vielen, sich weniger als Außenseiter und mehr als Stammesangehörige zu fühlen. Wir sehen euch jetzt in Gruppen zusammenkommen, Gruppen, die ein gemeinsames Interesse an etwas haben, das ziemlich unnormal ist, oder zumindest an etwas, an dem die meisten Menschen völlig uninteressiert sind. Und auch wenn es euch als euer wahres Selbst nicht viel Freude in den sozialen Medien bereitet, so finden doch viele von euch, dass dies der einzige Weg ist, um in eurem Leben wirklich zufrieden zu sein. Jetzt seid ihr dort in der vierten Dimension, wartet auf eure Zeit und wartet darauf, dass der Wandel abgeschlossen wird, damit ihr mehr Freiheit habt, damit ihr mit IT-Freunden und Nachbarn spielen könnt und damit ihr in die entlegensten Winkel der Galaxie reisen könnt. Und weil ihr euch zu diesem Zeitpunkt in dieser Übergangsdimension befindet, kann es sehr herausfordernd sein, euren Platz zu finden, zu erkennen, wo ihr hineinpasst. Deshalb laden wir euch ein, offen und stolz darauf zu sein, was euch unterscheidet, und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Denn wir sind hier, um euch zu sagen, dass, wenn ihr euch selbst treu seid, ihr am liebenswertesten seid. Dann ist es am wahrscheinlichsten, dass ihr jemanden trefft, der sich als die Liebe eures Lebens erweisen wird. Nicht, indem ihr versucht, so zu sein, wie ihr glaubt, dass diese Person euch gerne haben möchte, oder so zu sein, wie eine Person, von der ihr glaubt, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung zu ihr hingezogen fühlt. Seid ihr selbst und ihr werdet euren Stamm finden. Ihr werdet die Liebe eures Lebens treffen und ihr werdet mit eurem Leben zufriedener sein, als ihr es jemals in den Zeiten wart, in denen ihr versucht habt, euch anzupassen. Das ist etwas, das wir jeden Tag erleben, und wir freuen uns sehr darauf, dass immer mehr von euch aus ihrem Schneckenhaus herauskommen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.